Das hier ist tatsächlich ein vielversprechender Versuch. Das Gebäude haben wir schon leer gepumpt. Leer gepumpt. Red ja, als wären die Leute hier Wasser. Nein, nicht leer gepumpt, sondern leer gefickt. Ja, leer gefickt. AKS 74 U, ja, die haben auch nichts Besseres. Fuck. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt starten oder davor. Hoffentlich nicht davor, hoffentlich nicht davor. Fuck. Okay, es sieht gut aus. Dieses Mal will ich es aber wirklich schaffen. Vorher wollte ich es natürlich auch schaffen, aber... Lafla Huna? Ich verstehe nichts von dem, was du sagst. Fuck. Puh. Das war ja mal... Fuck. Oh, schmeiß einfach eine Granate hier hoch. Die Sau. Oder der Saudi. Nee, das war kein Saudi, sondern... Stirb! Er ist meiner Bitte natürlich auch prompt gefolgt. Okay, wenn wir ihn nicht gekriegt hätten, dann bestimmt seine eigene Granate. So. Wie viele von euch sind denn noch da? Ein paar. Ein paar sind noch da. So, wir können übrigens doch uns hier vorschleichen. Habe ich nur beim letzten Mal irgendwie übersehen. So, wo sind die denn? So, und schleichen wir uns durch das Gebäude, denn durch das Tor können wir aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwie versperrt. Keine Ahnung. So. Kommt dort noch wer? Noch irgendjemand. Nein. Wir haben auch noch nicht einen erwischt anscheinend. Ist da noch einer? Nee. Oh, da ist einer. Da ist einer. So. Kriegst natürlich auch noch ein paar Kugeln verpasst. Damit du uns nicht störst. Wenn wir weiter vorstoßen. Und hier in dem Raum sind noch ein paar Leutchen. Um genau zu sein, 2. Und wenn man nicht weiß, dass da 2 sind, kann einem das gewaltig ins Knie beißen. Oder wo rein man auch immer gebissen wird. So. Dann hier rum. Irgendjemand wird da verhört. Ist weg. Er muss es sein.
Wie lautet Ihr Name? Mir reicht es jetzt langsam. Nennen Sie mir endlich den Namen. Ihm reicht es jetzt langsam. Wir müssen ihn befreien. Wo wollten Sie hin? Hey! Wie lauten Ihre Befehle? So. Oh nein, es ist nicht Vic. Es ist Sam. Wir sind Vic. Ich bin jetzt Vic gerade. Das hatte ich schon wieder vergessen. Das ist mir vorhin eingefallen, aber ich wollte es nicht sofort sagen, damit meine Überraschung noch da ist. Danke. Ja, ja. Ja, bitte, Sam. Gern geschehen. Wann kommt die Verstärkung? Gute Frage. Wofford Basis, hier spricht Husky. Ich brauche ein Taxi für zwei Personen. Husky, hier Wofford Basis. Sie verdammter Glückspilz. Sobald wir wissen, wo Sie sind, starten wir einen unserer Vögel. Verstanden, Wofford. Wir sind bei... Oh! Wir müssen los! Genau da sind wir. Bei Boom! Sehen wir auch mal sein Gesicht. Müssen wir die alle erledigen? Ich glaube nicht. Ja, super, dass wir die Granate da hingeworfen haben, wo der gar nicht stand. Das war auch ein besonders guter Wurf. Haben wir eigentlich noch Muni? Ja, wir haben noch Muni. Wir haben ja unendlich Muni, aber irgendwie kam es mir gerade so vor, als hätten wir keine mehr. Strange. Boom! You boom yourself. Oder boom it yourself. Scheiße. Sorry, Sam. Ja, kein Ding. Verdammt! Oh, oh. Husky, hier Basilisk. Lebt ihr noch? Bestätigt, Basilisk. Setzt euch auf eure Ärsche. Wir sind auf dem Weg. Ja, wir sitzen schon auf unseren Ärschen. Vielen Dank auch. Wir bewegen uns keinen Meter. Hast du gehört? Aha. Sie holen uns hier raus. Sie holen uns raus. Danke, dass du zurückgekommen bist, Vic. Ich lasse doch meine Familie nicht im Stich, Sam. So was tut man nicht. Eine nette kleine Black Hawk. Diese Sache veränderte Sam. Es war eine Veränderung, die langsam über Jahre stattfand. Über Jahre. Jahre, langsam. In denen ihm bewusst wurde, worin die Veränderung bestand. Wegen Veränderung. Der Sache mit Grimm brauchte Grimm. Sam schnellstmöglich Informationen okay. über EMPs und Black Arrow. Sam kam nie wegen Kleinigkeiten. Es war also eine große Sache. Blieb nur die Frage, wo man sich trifft. Wir wählten die National Mall. Öffentlicher Platz, viele Menschen, offene Zugänge. Machte es den Aufklärern schwer. Ich konnte ihnen ausweichen und Sam sie suchen, was er auch tat. Ja. Jetzt treffen wir uns mit Vic. Wir sind jetzt wieder Sam und treffen uns in der Gegenwart mit Vic in der National Mall oder bei der National Mall, irgendwo um die National Mall herum und müssen jetzt erstmal die Aufklärer suchen, also die Leute, die uns suchen, müssen wir suchen, um sie zu finden und dann aus dem Weg zu räumen. Bla. In Waffen verstecken können sie übrigens Waffen und Hilfsmittel auswählen und verbessern. Ja, was da aber nicht steht, ist, dass von Spielstand zu Spielstand das nicht getrennt wird, sondern wenn man in einem Spiel schon alles aufgerüstet hätte, bräuchte man das im anderen nicht mehr tun. Ja, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber keine Ahnung. Was soll der Scheiß? Normalerweise wird das getrennt, aber anscheinend hier nicht.
Ist zwar nicht unpraktisch, aber auch irgendwie unlogisch. Markierte Ziele ausschalten. Ja, ist der Ladebildschirm jetzt auch langsam mal vorbei? Schieße die Lichter aus, um Schaden zu schaffen. Ja, ich würde sagen, ich schneide den auf jeden Fall raus, den Ladebildschirm. Ladebildschirm. Jetzt auch langsam mal gut hier. Wenn ihre Gegner sie während eines Gefechts aus den Augen verlieren, dann geht die Welt unter. Oder so. So ungefähr. Hallo? Ich unterbreche einfach die Aufnahme, bis der Ladebildschirm vorbei ist. Ja, kurz bevor der Ladebildschirm vorbei war, habe ich das abgebrochen. Ja, genau. Ist ja klar. Hey, da ist Sam. Polizist hinter uns. Aha. Sieht aber gar nicht wie einer aus. Hey Sam, ich werde beschattet. Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit wir reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, lass ich das Treffen ab. Mach schon. Niemand nutzt dich hier aus, Fräulein. Du hast die Karten geklaut. Okay, es geht los. Wir müssen die in dunklen Bereichen ausschalten, die Beschatter. Hier ist kein dunkler Bereich. Das ist Ihre letzte Chance! Dann macht ihr Meldung und ich schicke die Verstärkung schneller rein, als ihr kommen könnt. Verstanden? Gut. So, da ist ein dunkler Bereich zum Beispiel. Alles okay. Einheit 2, wo befindet ihr dich? So. Warum verfolgst du mich? Wir müssen ja auch noch verhören, alle. Hab ich gar nicht gemacht, ehrlich. Okay, verhören. Erzähl mir von Victor Kost. Das ist irgend so ein Typ. Ich, bitte, mehr weiß ich nicht. Alles klar, mehr weißt du nicht. Das war mir klar, ich will auch gar nicht mehr von dir wissen. So, hier unten können wir uns auch verstecken. Das ist auch ein Weg, den wir auf jeden Fall nehmen sollten. Wie uns die Vision, sag ich mal, gezeigt hat. Die beiden treffen sich jetzt anscheinend. Ich hoffe, einer von denen kommt wieder hier durch. Nein, ich versuch's nicht. Ich hab hier alle Hände voll. Hey, mein Freund, kommst du hierher? So, da ist er. Na, suchst du mich? Ja. Sie sind Fischer. Ach was, das wusste ich auch schon. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Und ich weiß, dass du was weißt, also. Sag mir. Was ihr mit Vic Kost und mir vorhabt. Genau. Mist. Fischer! Ich sollte Verstärkung rufen, wenn ich sie sehe. Die warten und sind bereit, sie zu holen. Ja, daraus wird wohl nichts mehr. Ja, denn du kannst nicht mehr nach Verstärkung rufen. Yeah. Aber wir müssen jetzt nach da hinten uns bewegen. Ohne gesehen zu werden. Wow, warum leckt das jetzt so?
Okay, hier können wir den nicht ausschalten, aber er kommt hier lang. Hier macht euch alles zu. Lass mich noch mal. Nein, tut mir leid. Mann, du hast da doch locker 1000 Stopptiere. Komm, gib mir einen zweiten Versuch. Der kommt hier lang und den können wir dann hier ausschalten. Er soll zumindest hier lang kommen. Ja, er stellt sich jetzt hier hin, dann